Liebe Zuschauer, es ist wieder soweit. Wir starten wieder durch mit unseren Comedy-Bus-Touren. Heute ist mein Motto die Erfinder-Tour und ich zeige Ihnen mal, was auf dieser Welt alles Nützliches erfunden wurde, aber leider noch nicht in großer Auflage durch Fabriken hergestellt wurde, sondern Kleinstauflage. Wir besuchen den Erfinderladen, wo solche nützlichen Dinge ausgestellt werden. Sehr interessant. Nach den Erfindungen kümmern wir uns ums Herz, um die großen Gefühle, ums Dating. Ja? Und da ist was ganz Spezielles hier bei uns am Start, das sogenannte Impro-Dating. Sie fragen sich, was soll das sein? Ja, steigen Sie einfach ein, fahren Sie mit, dann werden Sie es erfahren. Viel Spaß beim Comedy-Bus, powered by Berliner Akzente und Jutta Hartmann. Seid ihr bereit für einen richtigen Partybus? Ja! Und Neukölln bis Marzahn, von Anfang bis Schluss. Mit uns macht es Hellas doch Spaß. Spaß, Spaß! Kommen! Jetzt sind wir da, wir sind im Erfinderladen und Sie sehen ja hier schon, eine Erfindung reiht sich an die andere. Ja, da müssen wir vor allen Dingen die Frauen fragen. Es hat auch Vibration. Und ist für die Schulter. Ah. Ja, die Batterie hält lange. Also die kann ich nicht schon gehen lassen. Na, meine Damen, haben Sie denn schon mal was erfunden? Wir sind selber? Könnte ja sein können. Bitte, ich arbeite mit Schokolade, ich erfinde jeden Tag. Ja, und die Dame hat noch nichts erfunden. Meine Mama, nein, noch gar nichts erfunden, oder? Euch. Haben Sie denn schon mal was erfunden? Nein, haben wir nicht. Noch nicht. Kann ja noch kommen. Kann noch kommen. Na, ich meine, Sie sind ja noch jung. Meine Damen und Herren, hören Sie mich? Hallo! Es geht ums Dating. Begrüßen Sie hier unseren Dating-Experten Michel Keller. Also, Improvisationstheater mit Dating gemixt. Und wir bringen Menschen zum Lachen und in Kontakt. Was meint ihr, was macht die ideale Frau zur idealen Frau? Innere Werte. Aber was macht denn den Mann, den idealen Mann zum idealen Mann? Okay. Was meinen Sie? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also gibt es überhaupt ideale Männer? Nein. Das wäre langweilig. Es wäre furchtbar langweilig. Bei mir ziehen die schon am Rock. Also deine Ausführung, die hat die richtig scheiß gemacht. Da die Ossis. Im Wagen vor mir fährt ein süßer Türke. Der gibt echt Gas und sieht auch super aus. Ich träum so in Gedanken, ganz frei und ohne Schranken, dass er bei mir zu Hause Nacken putzt. Zwei Kandidaten brauche ich, die jetzt gegeneinander um diese Stullenbox spielen. Frei, einen haben wir schon hier gefunden. Wie ist dein Name? Jens. Wir beide zusammen. Also, unsere jüngsten Fahrgäste heute, ja? Wie ist denn dein Name? Valentin. Und du? Leon. So, und jetzt sage ich einfach immer den ersten Satz und ihr macht es vollständig. Jetzt einfach. Ganz furchtbar schimpft der Opapa, die Oma hat kein Pechbrot da. Richtig, ja. Jens, richtig. Sie müssen ihm ein bisschen helfen. Hast du im Verkehr mal Frust mit Pechbrot? Hast du wieder Lust? Ach, liebe Mutti, bitte, bitte, gib mir doch. Eine Sahneschnitte! Pechbrotschnitte! Eine Pechbrotschnitte! Jawohl! Gleichstand! Ich habe zwei Stullenboxen hier vorne.
Yes. Also jetzt werde ich das erste Mal in meinem Leben auf Schwedisch abmoderiert, ja? Bin schon gespannt. Tack så hemskt mycket, Jutta Hartmann. Det var en otroligt trevlig tur. Jag hoppas att alla gäster i framtiden kommer köpa kexchoklad på Ikea. Die Frauen!